Und ist jetzt bald das beste Lachen dran? Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung? Ein Klassiker! Harold, mit Abstand. Das nenne ich witzig. Okay. Also, das klappt schon mal nicht. Harold ist uns definitiv im Weg. Jetzt müssen wir erstmal Harold ausstechen. Und wie der Doc gesagt hat, jemand, der dem es schlecht ist, der darf nicht teilnehmen. Also ab mit der Plastikkotze. Oh, Harold, das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut. Bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regel. Du bist raus. Abgelehnt. Weg. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Was, du hast auf einen Knopf gedrückt und hast den Menschen gleich mit abserviert. Okay. Harold ist schon mal weg. Jetzt können wir noch mal die Richter fragen. Nehmt euch die Haare noch mal dran. Schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Watschel, watschel, watschel. Gehen wir es der Blonden. Warum? Sie hat mir gewunken. Das reicht. Okay. Wir haben zwar jetzt den Champ ausgestochen, aber unsere Mumie ist immer noch nicht wunderhübsch. Deswegen müssen wir sie erstmal richtig rausputzen. Also erstmal ein schönes Lächeln. Ja, das beste Lächeln überhaupt. Dann Haare. Wobei die Haare so nicht gut genug aussehen. Wir müssen sie stylen. Und warum auch immer da Hackbällchen in den Spaghetti drin sind. Wir haben sie bei Hugi ohne Hackbällchen bekommen. Ich will gar nicht wissen, was das wirklich ist. So, und zum Schluss noch Lachen. So, also, unsere Mumie ist bereit für die Jury. Nehmt euch die Haare nochmal an. Schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Dick, voll und saftig. Gut, also Kategorie 1 haben wir gewonnen. Zähne nochmal ansehen. Wie wär's, wenn ihr euch die Zähne nochmal anseht? Ach, schon gut. Wie die auch alle einen Fes tragen. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Ja, das super Grinsen hat unserer Mumie Punkte gebracht mit einem Pferdegebiss. Und das Lachen. Wie wäre es nochmal mit einem Lacher zum Aufheitern? Ach, schon gut. Okay, was für einen Witz haben Sie diesmal? Okay, wer weiß den Witz? Ich weiß noch einen. Warum ging der Mensch über die Straße?
Was hat denn Tagelegen es ihm gesagt hat? Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Jo, unsere Arbeit hier ist getan. Ja, die Mumie hat den Pokal und den Gutschein gewonnen. Wie das aussieht. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Oh, wie rührend. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich sollte jetzt gehen. Ruf mich an, okay? Ja. Ich will zur Tür. Unterdessen. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Okay, Purpur könnte uns auf die Schliche kommen. Deswegen sollten wir uns beeilen. So, die Menschen hier sind weg. Wir haben den Essensgutschein. Mit dem können wir ihn hier loswerden. Das macht keinen Sinn. Gibt Trophäe. Ich akzeptiere keine Geschenke. Zumindest nicht so kleine. Nein. Gib Essensgutschein an Tentakelwächter. Super. Abendessen für zwei im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Zuerst wollte er uns in den Tentakelclub einladen und jetzt benutzt er seine Frau. Okay. Schalter. Ich glaube, der kontrolliert das Kraftfeld. Ihr Abschalten. Seid frei. Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Und genau das ist der Punkt. Wir haben hier eine Katze. Die wir einfach mal so in die Zelle werfen. Ganz gemein. Hey, seht mal, ein Stinktier. Ganz unbeeindruckt erstmal. Jetzt merken sie es. Ah, das Wesen ist göttlich. Und weg sind sie. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen. Das dürft ihr nicht. Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude. Das dürft ihr. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Ja, das ist aus Bugs Bunny. Oder nicht aus Bugs Bunny direkt. So. Wir haben jetzt endlich Zugang zur Uhr. Also können wir
keinen Köpfer reinmachen, aua. So. Hier liegt das Kabel. Die Zeitmaschine ist im Eimer. Geliebte Freiheit. Müll in Schachteln. Wahrscheinlich nur Tentakelwinter, Winterkleidung. Tentakelwinterkleidung, okay. Also, schließen wir jetzt erstmal den Generator an. So. Und jetzt brauchen wir den Hamster, um den Generator überhaupt anzutreiben. Und lösen damit eine ganz tolle Falle aus. Radkappe. Benutze Radkappe mit Generator. Hier braucht man keine Radkappe, wie fast überall. Für was bringt die da dann? Da ist eine Beule drin, geformt wie mein Kopf. Warum habe ich das Ding aufgehoben? Okay, ein useless Gegenstand. Okay. Benutze Staubsauger mit Mauseloch. Das war jetzt gemein. Aber jetzt wisst ihr auch, für was wir den Use-Sack gebraucht haben. Nehmen Staubball. So, jetzt haben wir unseren Hamster wieder. Und der sollte diesmal laufen. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. So, Zeitmaschine Nummer 2 ist auch aktiviert. Das heißt, mit Laverne sind wir auch fertig. Jetzt fehlt uns nur noch der Diamant bei Bernard. Dumm, die dumm, die dumm. Das heißt, wir gehen mit dir schon mal zur Zeitschüssel. Und mit Bernhard, der immer noch den Pulli in der Waschmaschine hat übrigens, im Trockner. So, bestellen wir uns jetzt einen Diamanten. So, benutze Telefon. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. So, da ist unser Diamant. Direkt neben dem verbeulten Loch. Ich bringe das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Ja, wir konnten ihn, konnten ja nicht verraten, dass wir sein ganzes Konto geplündert haben. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Wusch. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein, wartet. Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen.
ihr etwa die Fliege nicht gesehen?